Einen schönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen hier aus Neuwied-Rodenbach. So, ich habe jetzt heute Morgen hin und her überlegt, soll es jetzt im Schnee hochfahren oder nicht, um überhaupt noch mal diesen Winter ein bisschen Schnee sehen zu können. Ich denke, ich wäre auch in der Eifel relativ schnell fündig geworden. Ich habe es aber nachher doch sein lassen, weil mit dem neuen Auto hier, muss jetzt nicht unbedingt sein, ne? Also gehen wir jetzt hier ein bisschen über die Felder, gehen wir ein bisschen, hier ist auch der Rheinsteig, der geht hier weiter oberhalb lang, hier war ich ja schon oft gewesen in Rodenbach. Dürfte für viele nichts Weltbewegendes sein, aber ich will einfach mal ein bisschen rauskommen, mal was Schönes, was Bekanntes sehen. Und die Ecke hier ist einfach immer herrlich zu gehen und dann gucken wir uns das einfach mal alles an. Gehen wir gleich hier hinten hoch. So, vielleicht geht es noch ein bisschen auf. Hier ist das Vereinsheim. Hier ist der Sportplatz. Der Sportplatz. Ich glaube vom TuS Rodenbach. Weiß ich jetzt gar nicht. Doch, ja, TuS Rodenbach, stimmt. Aber dann mal richtig hier. Dann wollen wir doch richtig. Also für viele Leute ist das ja wirklich, eigentlich schon graus, so offen zu gehen, wo nicht wirklich was ist. Die meisten bevorzugen ja absolute Premium-Wege, wo auch Waldabschnitte da sind, wo irgendwie was Besonderes ist. Also so einer bin ich jetzt nicht unbedingt. Ja, gehe ich natürlich auch ganz gerne, ist klar. Wer tut das nicht, aber ich gehe halt auch mal solche Wege gerne, zum Beispiel eigene Wege. Ach, ist das schön hier. Ja, ein bisschen kommt die Sonne jetzt raus. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Mal gucken nachher. Ich habe nämlich jetzt schon Kohldampf. Eigentlich. Aber ein bisschen was tun müssen wir erst jetzt noch. Mal gucken, ob wir irgendwie die ersten Schneeklöckchen oder so sehen. So, willkommen zurück. Also ihr seht, ich drehe mich nur ein bisschen. Eine herrliche Außenstadt von hier. Hier meistens die in der Umgebung wohnen mit dem Hund lang und dementsprechend sieht das hier auch aus in der, so in der Ecke hier, wo die Hunde rum. Nicht so schön, aber gut, ist dann auch wahrscheinlich nicht verboten, hier mit dem Hund zu gehen. Ich hoffe mal, man versteht mich jetzt, hier ist es sehr windig im Moment. Dann gucken wir uns die Aussicht mal an. Hier ist übrigens eine Bank. Und da unten am Waldrand habe ich das Auto stehen. Ja, dann guckt man von hier unten so hoch. Da hinten ist die Neuwieder Brücke, der Bogen. Ich weiß gar nicht, ob man mich jetzt überhaupt hier versteht. Das ist so windig hier und auch kalt. Also sitzen kann man jetzt hier im Moment gar nicht. Das ist viel zu kalt. Ich werde gleich mal nach rechts gehen, dem Rheinsteig ein bisschen folgen und ist wie gesagt, der Wind ist eisekalt, es ist keine Sonne da und ja, Pech wieder mal. Ne? Ich dachte, die haben gesagt, beziehungsweise ich dachte, es würde sonniger werden, das haben sie eigentlich auch angekündigt, aber wie man jetzt hier sieht, dürfte das nichts werden, denke ich mal. Vielleicht hat heute Nachmittag ein bisschen was rauskommt, aber es sieht nicht gut aus. Da hinten ist ein bisschen heller, da hätte ich weiter den Rhein runterfahren müssen, Richtung Rhein-Main-Gebiet. Gut möglich, dass da ein bisschen besser Wetter ist, aber hier ist leider nicht viel zu holen. Schade, da wäre natürlich ein bisschen wärmer, wenn die Sonne jetzt rausgekommen wäre. Die hat ja jetzt doch schon ein bisschen mehr Kraft.
Ja, wir haben bald wieder Februar schon. Und bisher habe ich noch keine einzige Schneeflocke gesehen oder geschweige denn Schnee überhaupt hier. War ja nichts. Bisher gar nichts. Gut, wenn man jetzt hier, wenn das jetzt klarer wäre und da hinten die Eifelberge besser sehen könnte, dann würde man wahrscheinlich auch Schnee sehen können. Zumindest ein bisschen weiß. Das vielleicht schon, aber ja, also ich lege es jetzt nicht unbedingt drauf an, welchen sehen zu wollen oder zu müssen. So, und hier ist jetzt der Rheinsteig. Der kommt von da oben und geht danach hier weg. Ja, und der geht dann da hinten runter zusammen, glaube ich, mit dem Rheinhöhenweg. Ich bin mir nicht ganz so sicher im Moment. Ich habe den Jack jetzt nicht hier drauf. Der geht jetzt oben nach Rengsdorf hoch. Puh, das sind 11 Kilometer. Hier ist auch der Limeswanderweg, der Limesweg. Ja. Also kommen wir erstmal Altwied, Niederbieber und dann nach Rengsdorf, 11,4. Genau, und hier ist auch der Limesweg. Den kann man von Bad Honnef gehen. Sehr schön zu gehen. Ja, also den kann man auch gut von Bad Honnef gehen. Und da geht man ganz oben rüber und kommt dann hier quasi wieder runter. Sehr schön. Es ist toll hier oben. Wenn du hier ein Haus hättest, dann hättest du das losgezogen, das große Los. Weil das ist jetzt noch nicht so hoch, dass man sagen kann, so, jetzt hast du hier mehr Chancen auf Schnee bzw. deutlich kälter. Und hast hier eine tolle Aussicht. Okay, jetzt gleich hier durch den Wald hoch. Ein bisschen, dann gehen wir dann nach hinten runter. Dann müssen wir noch durch ein Tal durch. Oh, so schön hier. Also ein bisschen Wald ist dabei. Ist nicht ganz offen wie hier. Es ist einmalig schön hier. Ja, den Reaktor. Der stand ja da hinten, den konnte man hier sehr gut sehen. Der steht ja jetzt nicht mehr. Da sind auch, ja, alles, was Radioaktivität sein könnte oder ist, haben sie rausgenommen. Natürlich, da ist, wird nichts mehr sein. Das haben sie weggeschafft irgendwohin. Ob das jetzt nach Gorleben ist, keine Ahnung, wo sie das jetzt hingeschafft haben oder im Ausland. Ja, der Reaktor ist natürlich auch noch da, aber ich denke, die werden auf absehbare Zeit das Ganze komplett zurückbauen. Die kann man jetzt gar nicht sehen. Vielleicht könnt ihr die sehen da hinten. Da. Pferdchen! Wie sind das denn? 2, 4, 5 sind das. Ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Das gibt Experten unter euch, die das wahrscheinlich direkt sehen können. Ja, letztens, wo ich hier war, sind immer Pferde drauf. Wir haben auch hier schon jetzt Stroh ausgebracht, weil das wahrscheinlich ein Matschloch war, dass das hier nicht arg, so arg matschig ist. Haben die hier schon, sehe ich jetzt gerade, Stroh überall aufgebracht, auch bis da oben hin. Und dann stehen die nämlich hier komplett im Matsch. Ja, damals, das sind klar, habe ich noch einen Fohlen gesehen, ein ganz kleines. Ja, und die kommen auch schon langsam an jetzt, wenn die hier stehen bleibst, ne? Naja. Dann wollen wir mal weitergehen. Und hier blüht schon der erste Strauch, Haselnuss. Mit dem Rheinsteig kann man nie was verkehrt machen. Und total frisch und neu. Wird bald wundern, wenn ich hier, wenn da ganz noch Farbe dran wäre. So, jetzt muss man hier aber aufpassen. Der Boden ist relativ durchnässt, durchweicht. Dass man hier nicht ans Rutschen kommt. Ja, wie gesagt, jetzt gehen wir hier runter, komplett runter.
im Tal. Beziehungsweise hier ist ja der Rhein, Rheinsteig, Altwied. Jetzt bin ich mal gerade am gucken. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, Wallendorf, wie ich damals gegangen bin. Hier runter bin ich jetzt nicht gegangen, da kam er her. Da ist der. Ja, wir gehen hier runter jetzt. Folgen dem Rheinsteig, Rheinhöhenweg. Sehe ich jetzt hier kein Schild im Moment. Aber ja, das wird der richtige Weg sein. Ja, wenn man jetzt hier schon längere Zeit nicht mehr gegangen ist, dann kann man sehen, dass man sich doch relativ schnell wieder unsicher wird. Und man sich auch verlaufen kann. Aber die haben den Weg hier, sieht man schon, gut hergerichtet vom Rheinsteig. Also das ist eine Top-Arbeit, was die machen. Der ist auch ein Premium-Wanderweg. Ne? Und ja, also wer den Rheinsteig mal gehen möchte, der ist wirklich zu empfehlen. Der geht so sehr viel rauf und runter. Und hier ab Leutesdorf muss man bis Rengsdorf gehen. Ja, und dann mit der Bahn wieder runterfahren. Oder mit dem Bus. Sorry. Mit dem Bus wieder runterfahren. Bis nach Neuwied. Oder ja, man geht komplett. Aber dann hat man 30 Kilometer noch mehr, wenn man dann in Bendorf ist. In Bendorf sein kommt man dann runter. Das ist mal ein schönes Haus hier. Ein Häuschen. Von der Vogelschutzgruppe. Na, die Bank ist schon arg. Ja, nur doch, es geht. Da sind jetzt hier alle möglichen Pflanzen und Tiere. Und da steht jede Menge anderes hier noch. Jetzt. Ich gehe mal so langsam durch. Ich gehe das mal so langsam ab. Ich denke, viel lesen kann man da jetzt nicht. Aber vielleicht der ein oder andere dann doch. Ja. Ihr könnt das Video dann an der Stelle stoppen. Hier sind noch Vögel. Jede Menge. Gimpel, Feldflärsche, Rohrhammer. Und hier ist auch ein Pausenplatz. Oh, der wird auch geleert. Oh, ein kleiner Weiher. Jetzt geht das hier ein Stück durch das Tal. Ja, ich habe euch den Wasserpark jetzt nicht gezeigt. Aus dem einzigen Grund nicht, weil da stand, dass Fotohandys verboten sind. Und wenn Fotohandys schon verboten sind, dann darf man auch ganz sicher nicht filmen. Also lasse ich das bleiben, ehe wir hier Ärger kriegen. Ist zwar schade, ist ein sehr schöner Wasserpark. Hey, hier sind doch jede Menge Vögel jetzt. Hier oben ist das runde Teil da oben rechts. Da waren jede Menge Vögel drin. Dann sieht man auch, dass da auch viel los sein muss. Ja, bieten die den Vögeln hier ein bisschen was an in dieser kargen Jahreszeit. Eine schöne Sache, denke ich. So, jetzt gehen wir hier das Tal hoch und kommen nachher wieder oben raus und gehen dann ganz gemütlich wieder zurück. Habe ich doch fast vergessen zu filmen. Fast. Dieses leichte, seichte Plätschern, das ist so unheimlich beruhigend, das tut so gut. Einfach toll. Dieser kleine Bach hier, der hat wohl mit Sicherheit einen Namen. Aber bei sowas bin ich ja eh ganz schlecht. Da ist ein Ast runtergekommen vom Wind. Jetzt sind wir hier an einem kleinen Aussichtspunkt, an einem kleinen Rastplatz. Auch die Pumpe ein bisschen. Ja, man muss was tun. Ne? Also wie ihr seht, wunderbar. Tisch mit der Bank. Sehr schön. Eine Liege hier sogar.
wenn es jetzt das wärmer wäre, würde ich mich dahin reinlegen und da liegen bleiben, Augen zumachen. Ich glaube, ich werde direkt weg. Dann würde ich ein paar Stunden schlafen hier. Ja, man sieht ein bisschen blau. Ja, die Sonne kämpft sich so langsam durch. Ist aber immer noch nicht das Wahre jetzt. Ist nicht das Wahre. Ja, hier sieht man, was man jetzt sehen würde, wenn man da was erkennen kann drauf. Ja, und dann guckt mal, ob ihr da was wiederfindet. Mein Gott, der kleine Berg, und dann bin ich so am Schnaufen. Da muss ich aber noch einiges tun. Ich war echt drauf und dran, mich hier für den Mammutmarsch in Köln zu oder den Kölnfahrt Ultra Wandern anzumelden, beziehungsweise für den Mammutmarsch in Köln. Aber habe ich nachher doch sein lassen. Also ich glaube nicht, dass ich die 50 Kilometer schaffe, aber die 30 werde ich wohl schaffen. Hier bin ich ja schon mal gegangen. Zumal der ja auch eben ist, meistens. Und geht ja nicht viel rauf und runter. Ja, man hat dann halt nicht so viel Zeit. Für die 100 Kilometer hast du, ich glaube, 24 Stunden Zeit oder so. Und für weniger Kilometer, die startet man halt später. Ne? Aber ich denke, du musst trotzdem so oder so in der Nacht laufen. Ne? So, nachdem ich jetzt eine Pause gemacht habe, da oben. An der schönen Bank. Mit der herrlichen Aussicht hier oben. Geht's jetzt weiter, so langsam wieder zurück. Also man sieht dann den Gebirgszug ein bisschen weiter hin. Also eine Zeit lang läuft man jetzt natürlich noch, also eine halbe Stunde oder so, dreiviertel Stunde, wenn man jetzt langsam geht. Wir haben da noch Zeit. Ich bin jetzt 20 nach 1 und ja, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen verweilt, mir einfach alles angeguckt. Und ist einfach schön hier. Einfach mal diese Ruhe genießen, die diese Landschaft hier mit sich bringt. Mal gucken, ob man hier ob man hier Vögel sieht, ob hier irgendwie was austreibt und so weiter. Einfach mal alles ein bisschen auf sich wirken lassen, wie so ein kleiner Urlaub, so ein kleiner Break, sowas in der Art. Jetzt hast du hier eine herrliche Sicht hier. Diese Hochflächen, da hinten gehen schon ein paar mehr mit Hunden. Ja. Und das ist eigentlich auch hier mehr eine Hundestrecke jetzt hier, die ich gehe. Die die Einheimischen meistens gehen. Aber ich komme gleich an einer Stelle hin, die für mich von großer Bedeutung ist. Das ist die Stelle. Oh, da fliegt jemand runter. Mal, können wir gleich mal gucken. Ja doch. Ich habe da nämlich, ja, die fliegen. Das ist so ein kleiner Hang da hinten. Und da fliegen die ja, ein paar hundert Meter runter. Trainieren da mit den Fallschirmen. Komme ich jetzt sehr weit runter. Das ist ja nur ein kleiner Hang. Aber es ist jetzt guter Aufwind. Also wie gesagt, die Bank, die jetzt gleich kommt, die hat für mich eine große Bedeutung. Da bin ich quasi einen Tag oder zwei Tage, nachdem meine Mutter damals verstorben ist, am 28. Juli 2016, bin ich hierher und habe mich hier einfach hingeflüchtet, weil ja, mir gefällt es ja einfach. Hier kann ich gut entspannen, hier kann ich alles schön angucken. Und dann sieht man was anderes. Ja, einfach schön hier. Und ja, und da habe ich einfach mal innegehalten. Ich habe bestimmt zwei Stunden relativ teilnahmslos da vorne auf der Bank gesessen. Hier gehen noch nicht allzu viele Leute, die meisten gehen da unten den Weg. Und ja, hab einfach so ein bisschen ins Leere gestarrt.
Und da ist man ja noch frisch am Trauern. Und ja, so hat mein Vater auch mal ein bisschen Ruhe damals gehabt. Ja, jetzt kommt hier natürlich auch wieder jemand und setzt sich auf die Bank. Ja, auch da wieder ein Nistbezweig drin. Ja, das war keine schöne Zeit am Anfang. Aber es dauert immer eine Zeit, bis man da drüber weg ist. Immer hier wieder zurück. Ganz da hinten sieht man das Wäldchen schon. Und dann sind wir gleich am Auto. Durchgefroren am Auto. Ich habe einen Spießbraten noch gekauft. Und den hat sie mir frisch gemacht. Von einem schönen Stück Fleisch. Und ja. Nehme ich den nachher mit nach Hause. Deswegen wollte ich auch nicht ganz so lange jetzt hier, weil die haben erst wieder ab 3:30 offen. Heute Nachmittag. Und das ist mir zu spät. So lange will ich eigentlich nicht warten mit Heimfahren. Wenn ich nämlich so lange warte, dann stehst du nämlich im Stau. Ich überlege mal, ob ich so wieder am Rhein zurückfahre. Ich denke schon gemütlich am Rhein wieder. Und die A3 lasse ich da mal sein, weil da ist hinten am Kreuz von Siegburg Baustelle auf 2 Fahrspuren. Und dann stehst du da nämlich nachher auch. Ja, ist auch wieder am Starten da. Ja, das ist jetzt hier der Paraglider-Hang hier, der Trainingshang. Für ein paar Meterchen zu fliegen. Ja, gibt leider hier, denke ich mal, in der Umgebung nichts Besseres, wo man jetzt so starten könnte. Ja, es ist jahreszeitlich bedingt natürlich relativ öde. Nicht viel zu sehen jetzt hier. Sommer sind hier Rapsfelder und weiß der Geier, was hier alles wächst. Ja, aber so Felder sind dann im Gegensatz zu Wäldern grün. Das Gras ist ja jetzt auch grün, zumindest wenn es, solange es jetzt nicht regnet, solange es jetzt nicht schneit bzw. dauerfrostig wird, hat man dann relativ schönes Grün, während es im Wald einfach nur kahl und grau und trist und öde ist. Da ist es dann ab April, Mai wieder schöner, wenn jetzt erste Grün kommt. Und den Sommer über, wenn du nicht bei 40 Grad hier kannst du sowieso nicht gehen, durch die Hitze laufen kannst. Ja, so ist das dann. Hat alles seinen Reiz, finde ich. Und jeder hat hier auch einen anderen Geschmack. Für den einen ist das überhaupt nichts, der würde hier überhaupt gar nicht gehen wollen. So, mittlerweile bin ich wieder zurück von der Tour. Ja, ich hoffe, euch hat die kleine Runde etwas gefallen. War ja nur wirklich eine Mini-Runde gewesen. Hauptsache mal ein bisschen die Füße vertreten. Jetzt werde ich gleich in aller Ruhe zurückfahren. Ich fahre auch wieder unten am Rhein zurück. Ich kann auch hintenrum über die A3 fahren. Macht sich jetzt wahrscheinlich nichts, weil jetzt ist noch kein Berufsverkehr. Aber ich will dann doch schon jetzt langsam gucken, dass ich wieder nach Hause komme, denn ich bin ja auch, wie gesagt, lange wach und bin auch deswegen schon ein bisschen müde. Und ehe ich zu müde werde, werde ich dann jetzt das Ganze hier beenden. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Mal war mal ein bisschen was anderes, mal was ruhigeres, ein bisschen mehr gequasselt. Ja. Also wünsche ich euch Spaß und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Dann gucken wir mal, was wir dann im nächsten Video so anstellen hier, wo es uns dann so hinzieht. Jetzt habe ich die Hand aufgehalten. Also nochmal neu, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Und wir sehen uns dann irgendwann im nächsten Video wieder.